Benedikt Höwedes, der 5. Mai 2012 war das letzte Bundesligaspiel für Schalke in der Saison. Ist das nicht viel zu lange her? Wir hatten auf jeden Fall eine enorm lange Pause, das stimmt schon, aber ich glaube, die Pause hat allen sehr gut getan, mal auch so vom Kopf her ein bisschen frei zu werden. Das ist sehr wichtig, das unterschätzen viele, aber das tat uns richtig gut. Und ich glaube, wir haben uns auch sehr gut vorbereitet in der Vorbereitung, wir haben hart gearbeitet. Und sind auch in dem DFB-Pokal gut gestartet. Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht gegen zwar einen Gegner, der uns nicht vor allzu vielen Schwierigkeiten gestellt hat, aber das war schon mal der erste Test, den haben wir gut bestanden. Und jetzt sind wir natürlich heiß auf das erste Bundesligaspiel, was wir natürlich auch gerne gewinnen möchten. Ja, das mit dem Gegner, das hat Hoffenheim auch vorher gedacht, glaube ich. Ja, deshalb sage ich ja, es ist immer so ein bisschen tückisch. Im DFB-Pokal spielt man oft gegen die vermeintlich schwächeren Gegner. Vielleicht ein bisschen schlechter, aber wir haben das Spiel sofort von der ersten Minute angenommen und haben das auch dominiert und auch verdient, auch in der Höhe gewonnen. Gutes Gefühl, ja, wenn ich montags zur Arbeit gehe und ein gutes Gefühl habe, macht es mir alles einfacher. Ist das für euch auch so jetzt gegen Hannover? Ihr nehmt das gute Gefühl aus dem DFB-Pokal mit? Natürlich, wenn man Selbstvertrauen hat und mit breiter Brust auflaufen kann, dann fühlt man sich immer besser auf dem Platz und man ist ein bisschen lockerer. Viele Dinge gelingen einem vielleicht eher, als wenn man verloren hat oder ein schlechtes Spiel gemacht hat. Und ich glaube, wir haben genug Selbstvertrauen jetzt auch durch dieses Spiel getankt und von daher sind wir gewappnet. Aber Hannover, da ist es klar, das wird hammerhart. Die haben nicht ein Heimspiel in der Bundesliga verloren letzte Saison. Das wird ein harter Brocken, ja. Wir haben unser Spiel gestern Abend mit Sicherheit auch, oder zumindest ein Großteil der Mannschaft wird sich das Spiel gestern Abend auch angeschaut haben und man hat gesehen, dass sie enorm stark in der Offensive sind, dass sie jetzt vielleicht auch ein bisschen Probleme haben. Bei Standardsituationen haben sie gestern 2 Gegentore kassiert. Aber insgesamt ist es eine sehr intakte Mannschaft. Mirko Slomka hat da hervorragende Arbeit geleistet. Und wir müssen gewarnt sein, aber wir brauchen uns nicht verstecken. Wir sind auch in einer guten Verfassung. Wir haben auch einen sehr guten Kader beisammen. Und ich denke, das wird ein sehr interessantes Spiel werden. Witzig, bei Schalke ist es praktisch der gleiche Kader. Minus Raoul plus Neustädter und Barnetta. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Natürlich haben wir ein klasse Spiel abgegeben mit Raoul, aber wir haben 2 hervorragende neue Spieler dazu gewonnen. Roman Neustädter im Mittelfeld strahlt unheimlich viel Ruhe und Selbstsicherheit aus und ist enorm wichtig schon für die Mannschaft, habe ich das Gefühl. Und Tranquillo, man sieht ihn natürlich schon ein bisschen noch an, dass er auch noch vielleicht ein bisschen noch nicht ganz den Rhythmus gefunden hat, weil er auch lange vorher verletzt war, aber man sieht, dass er enorm viel Qualität hat, dass er enorm stark ist im 1 gegen 1 und das sind 2 Leute, die uns auf jeden Fall bereichert haben. Während Sie im Urlaub die Seele haben baumeln lassen, wurde ein bisschen über die Kapitänsbinde diskutiert bei Schalke. Haben Sie das überhaupt mitbekommen? Irgendwie bekommt man das natürlich mit, aber ich habe das völlig locker und entspannt gesehen. Ich habe mir da nie großartige Sorgen gemacht und letzten Endes hat sich meine Gelassenheit auch bestätigt. Genau, Kapitän geblieben. Ist das wirklich so ein Amt, wo man sagt, das mache ich gerne oder sagt man so, ja, Kapitän bin ich halt auch noch? Nein, natürlich macht einen stolz, vor allen Dingen in so einem Club wie auf Schalke Kapitän zu sein. Das erfüllt einen, glaube ich, mit sehr viel Stolz und ich übernehme die Verantwortung gerne. Wir sind in der 50. Bundesliga-Saison. Ich habe heute mal so ein bisschen überlegt, was ich alles mit Bundesliga verbinde. Was verbinden Sie mit Bundesliga? Vielleicht auch mal so eine Kindheitserinnerung? Kindheitserinnerungen waren immer großartige Fußballspiele, traumhafte Stadien, super Stimmung und ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahre nur noch stetig verbessert. Ich glaube, der Fußball ist enorm attraktiv geworden in Deutschland. Die Stadien sind zunehmend ausverkauft, die Fans peitschen die Mannschaft nach vorne und es macht einfach Spaß, glaube ich, in der Bundesliga Fußball zu spielen. Die Bundesliga ist einfach geil, oder? Deswegen kam mir auch diese Pause so furchtbar lang vor. Es waren 3,5 Monate, wenn man sich das mal durch ein Vierteljahr. Ja, es war enorm lang, aber wir haben auch, ich habe auch die Europameisterschaft noch mitgespielt, von daher war die Pause nicht ganz so lang wie vielleicht für manche anderen. Aber wie gesagt, es war auch für uns Spieler enorm wichtig, mal einen Kopf frei zu kriegen und dann kann man auch wieder gestärkt in die neue Saison gehen. Das ist der Unterschied zwischen Fußballfan und Fußballprofi, glaube ich. Aber 50. Bundesliga-Saison, was schafft Schalke denn? Ja, da sind wir alle gespannt, aber natürlich wollen wir eine ähnlich gute Saison spielen wie letztes Jahr. Wir haben mit Sicherheit letztes Jahr für eine kleine Überraschung gesorgt, dass wir so weit oben gelandet sind. Ich glaube, das haben uns nicht viele zugetraut. Aber wir haben auch dort bewiesen, dass wir viel Qualität schon in der Mannschaft hatten, dass wir mit Sicherheit auch eine Mannschaft sind, die sich noch entwickeln kann. Wir haben viele junge Spieler auch dabei
Und das werden wir in diesem Jahr auch noch tun. Wir sind noch nicht ausgereift. Wir haben immer noch viele junge Leute dabei, die vielleicht ein bisschen mehr in die Verantwortung vielleicht gezogen werden müssen, auch aufgrund des Raouls-Wechsels. Aber das macht Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Wir haben wirklich super Charaktere dabei. Ich kann es immer wieder nur betonen und es macht einfach Spaß. Und wo endet die Reise durch Europa? Wir haben alle gesehen, wie schön es sein kann, als wir vor 2 Jahren bis ins Halbfinale der Champions League vorgerückt sind. Im letzten Jahr sind wir bis ins Viertelfinale, glaube ich, der Europa League gekommen. Und es ist traumhaft, international zu spielen. Und wir genießen, glaube ich, jeden Auftritt, den wir dort haben. Und wir würden natürlich gerne die Vorrunde überstehen. Und dann schauen wir mal, dann ist alles offen. Benedikt Höwes, vielen Dank. Bitte.